Hallo, ich bin der Joscha von Move36 und ich bin heute auf der Wasserkuppe, denn die Lifte haben pünktlich zum Jahresende endlich aufgemacht. Das heißt, 2014 können wir alle nochmal schnell ein bisschen Ski oder Snowboarden gehen. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Schnee. Ich finde ihn klasse und ich zeige euch jetzt warum. Wenn jetzt wieder die Ausreden kommen, euch sei zu kalt, lasse ich das natürlich nicht gelten, weil Glühwein gibt es hier oben relativ günstig. Selbstverständlich auch heißen Kakao oder O-Saft für die Leute, die eventuell keinen Alkohol möchten oder dürfen. Jetzt kennt ihr also meine Meinung. Skibedingungen sind eigentlich ideal. Die Lifte laufen fast alle, aber genug. Schnee ist toll, Snowboarden auch. Ich habe hier oben Spaß. Aber wie sieht das denn der Rest von euch? Die Pisten sind ganz toll gemacht, aufbereitet. Macht Spaß zu fahren, ja. Weil es schneit. Seit langer Zeit mal wieder. Ja, ich finde es auch gut, dass man endlich Schneelicht und man mal wieder das Brett rausholen kann aus dem Keller. Ist ein bisschen viel los, aber ist schön, dass wir jetzt endlich Skifahren können. Außerdem ist nach langer Zeit endlich die Renovierung der Märchenwiesenhütte abgeschlossen. Und dank zahlreicher Schneekanonen kann man bei einer Schneehöhe von insgesamt 25 cm viel Spaß auf der Piste haben. Ja, wir hoffen natürlich, dass es noch weiter schneit. Unsere Naturschneehöhe ist relativ dünn mit 10 cm, auch stark verweht. Wir können Kunstschnee machen jetzt, wenn es kalt ist. Und wir hoffen, dass es kalt bleibt und auch noch was von oben kommt. Zum Beschneiden brauchen wir mindestens minus 3 Grad und am besten trockene Luft, also kein Nebel. Und ja, das wäre das Beste. Also wir haben jetzt zwei Lifte geöffnet, den Märchenwiesenlift und den Panoramalift als Schlepplift, den Rodelift Wheelie und den Zauberteppich. Und je nachdem, wie viel es schneit, machen wir auch noch den Paradiso-Lift auf. Wem das jetzt immer noch zu wenig Gründe sind, um sich mal auf der Wasserkuppe blicken zu lassen, der kann ja die Rodelbahn ausprobieren. Und hochlaufen muss man auch nicht, denn mit Hilfe des Wheelies werdet ihr wieder nach oben gefahren. Neben den Liften auf der Wasserkuppe haben auch die Lifte auf dem Zuckerfeld und der bayerische Arnsberglift geöffnet. Fans des Simmelsbergslifts und des Feuerberglifts müssen sich leider noch etwas gedulden. Im Kulturzentrum Kreuz hat die Fulderer Regieband Mighty Vibes ihr 10-jähriges Bandjubiläum gefeiert.